krass. Da drüben geht's auch rein. Ah! Das möchte ich natürlich angehen. Ich bin vielleicht die Letzte, die die iridianische Sprache von einem Iridianer erlernte. Ich habe so viele Fragen, die ich Ihnen hätte stellen sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Zum Beispiel, warum das iridianische Wort für Heimatwelt auch erste Landung bedeutet. Ah! Der Name des Planeten bedeutet erste Landung. Aha, interessant. Du hast schon warst du schon wieder überall. Ist einfach zu langsam. Ja. Braucht man Geduld. Was ist das denn hier? Hier geht's da, hier sehe ich doch irgendwas. Oh, ein Skin. Waffenkiste. Schaut her! Seht euch das Depot an! Aha. Was ist denn da? Ui. Kann man verkaufen. Aha. Ich stehe auf der... Der Alte. Ich stehe auf die Alte. Was? So. Ah. Brechen wir es auf. Okay. Gleich macht's Bumm! Okay. Gibt's hier irgendwas? Nicht. Doch, da gibt's irgendwas. Also, da kann man hoch, okay. Eieieiei. Alles genau anschauen hier. Krass, bis man hier mal da ist. Ja, ja, ne? Werde diese Wächter los, Kammerjäger. Dann schnappen wir uns den Schlüssel. Schon wieder Kammerwächter. Mann. Ja. Und ein Herold. Wie viele denn noch? Der Berserker. Bin bei der Kammer, Teifen. Kein Schlüssel in Sicht. Hast du gedacht, ich lasse den Schlüssel einfach herumliegen? Ich habe ihn versteckt. Da ist irgendwo ein seltsames iridianisches Gerät. Aktiviere es, dann komme ich zu dir. Dann und
unterhalten wir uns. Das hier? Nein. Machen wir euch auf. Es ist Zeit. Hast du alles, was du willst, Troy? Es gibt kein Zurück. Kein Zurück? Ich dachte, du wolltest das Schiff für ihn reparieren. Hä? Du hast gelogen. Echo gefunden. Ach so. Ich hab dir eine Geschichte erzählt. Ich dachte schon, der ist Geschichten tot. Geschichten sind Lügen, an die wir glauben wollen. Ist er doch. Aber was Pups uns erzählt, das sind Lügen. Ich meine, ich dachte, der lebt wieder. Als ob ich eine Wahl hätte. Genau. Hör mal, Troy. Hier ist nichts für uns. Verschwinden wir hier, bevor er uns findet. Wo gehen wir hin? Pandora. Dieses komische Gerät. Ich hasse diese Dinger. Leda und ich haben dieses Kammermonster gemeinsam abgewehrt. Gestatten wir ihr einen Besuch ab. Komm schon, Kammerjäger. Es ist nicht mehr weit. Typhon, wir sollten über Troy sprechen. Na, hör zu. Ich weiß, was da draußen los war. Troy und Tyreen, meine Kinder, sie wurden zu Monstern. Man kann es nicht anders sagen. Und du bist ein Kammerjäger. Du tötest Monster. So einfach ist das. So einfach ist das, ja. Also, ich sage ja nicht, dass ich froh bin, dass mein Junge tot ist. Aber so einfach ist das leider doch nicht. Aber immerhin kann er niemanden mehr verletzen. Typhon, warum hast du nicht gesagt, dass die Kalypsos deine Kinder sind? Ich wollte und ich hätte es tun sollen. Ich wusste nur nicht wie. Was aus meinen Kindern geworden ist, das geht auf mich. Ich habe vielleicht das ganze Universum auf dem Gewissen, aber meine Geschichte darf so nicht enden. Oh, guck mal hier. Ich hätte gedacht, das wäre gerade aus. Hatte ich solche Angst, sie auch zu verlieren. Also habe ich sie hier behalten. Dachte, sie wären glücklich. Aber sie haben immer hoch in den Himmel geblickt, der voller Sterne war, die sie nie erreichen würden. Für mich war dieser Planet genug, die Belohnung am Ende meiner Jagd. Aber für sie war er nur ein Käfig. Was wohl dahinter? Was verbergt ihr, Aliensteine? Iridium, natürlich. Aber immer, wenn man so eine iridianische Inschrift entschlüsselt, gibt es irgendwie 30 oder 35 Iridium. Das ist sehr schön. So, was ist der Schlüssel? Sie hat ihn. Sie wacht darüber. Was? Das hier ist ein... In ihrem Grab, Kammerjäger, der Grabstein! Ja! Schätze, ich hätte mich klarer ausdrücken können. Schon kapiert. Was sollen wir machen? Okay. Oh. Das wäre erledigt. Nimm den Schlüssel. In Ordnung. Und jetzt zur Kammer. Wie gesagt, Leda und ich haben das Monster bereits getötet. Aber ich muss... Lass ihn noch eben ausquatschen. Als Leda und ich zum ersten Mal die Tätowierungen von Troy und Tyreen sahen, wussten wir, dass wir sie beschützen müssen. Sirenen. Oh. Warten wir mal eben. Ja, ich renne hinter dem her. Ich will hören, was er erzählt. Das geht auch so. Indem wir hier blieben. Für immer. Ja, warum soll ich nicht hinterher rennen? Nicht so gut funktioniert. Ich habe hier noch einen Lock. Ich war vielleicht ein erstklassiger Abenteurer, aber ich war ein drittklassiger Vater. Wenn du deine Kinder nicht richtig erziehst, was für ein Held bist du dann? Was jetzt kommt, wird nicht leicht. Wir haben nur einen Versuch. Aber ich muss das in Ordnung bringen. Für Leda. Okay. Ja. Jetzt mach schon. Also gut. Oh Mann, es hat funktioniert. Das Schiff wird im Nu einsatzbereit sein. Ich wusste, du schaffst es, Troy. Versteck die Teile bei ihrem Grab. Beim Grab? Bist du sicher? Wenn er die Teile findet, zerstört er sie und wir stecken hier auf ewig fest. Das Grab ist der einzige Ort auf dem Planeten, wo er nicht hingeht. Soll das nicht eine Überraschung sein, Troy? Okay. Die haben also auch da Sachen versteckt, ist ja lustig. Aber die haben das Kammermonster schon gekillt, hast du gehört? Ja. Das ist krass. Oh. Achso, das ist jetzt... Was ist das jetzt hier? Achso, wir müssen jetzt hier den Schlüssel...
das Schlüsselteil aus dieser Kammer holen, damit wir in das Hauptding können. Ja dann. Hoffentlich gibt's Automaten. Hier drinnen? Ne, es ist doch nur die Kamera. Geh mal kurz rein und wieder raus. Ich habe diesen Ort lange gemieden. Also, Leda und ich, wir haben hier so ziemlich alles geplündert. Aber ich hab was für dich. Okay, geh schon. Hol dir deine verdiente Belohnung. Was soll ich mir denn holen? Hier ist doch nichts. Bis auf das Teil hier. Ich veralber dich nur. Hier, nimm das. Nein! Nachdem wir das Monster besiegt haben, oh mein Gott! Probier's mal damit, Kammerjäger. Ich war noch nie in der Maschine, aber ich schätze, wir brauchen alle Feuerkraft, die wir kriegen können. Meld dich bei deinen Leuten. Ich gehe zur Maschine. Und von einem Kammerjäger zum anderen. Danke. Ich hoffe nur, wir haben noch Zeit, um das in Ordnung zu bringen. Weißt du, was wir gerade bekommen haben? Aufladen, um auf die Regenerationsmaschine zuzugreifen. Bring ihn auf die Sanctuary. Das Gewehr, womit wir Waffen machen können. Aha. Oh mein Gott, das ist legendär. Nachdem wir das Monster besiegt hatten, haben wir das Monster besiegt. Ihr versteht schon. Dann haben wir auf dem Rücken gelegen und uns die schönen Lichter angesehen. Und Leda meinte, oh mein Gott, aber das verbraucht unsere Dingens. Sie sagte, das Universum wäre erledigt, Iridium. Wenn die Konzerne diese damit kannst du, du hast so viel Iridium, also du kannst es benutzen. Dir, guck mal hier. Baby, solange ich dich habe, habe ich das ganze Universum. Wow. Und dann haben wir das Monster nochmal besiegt. Direkt in der Kammer. Guck mal, wie viele Waffen da rauskommen. Alter! Ja, verschwend nicht dein ganzes Iridium. Das hat nur ein Iridium gekostet, oder? Wie heftig. Schieß mal. Schieß mal. Wo ist denn die Waffe? Ach, da. Wie geil ist das denn? Nee. Was? Feuer 10. Feuer 10 Waffen pro 10 Iridium. Ja, hau mal einen raus. Komm, du hast Tausende. Komm, ja, zeig mal, was du ja kannst hier. Zu retten. Wie geil. Ich muss mir eben kurz Sachen hier markieren. Ne? Oh mein Gott. Ja, komm, jetzt hau mal einen raus hier. Ich will mal sehen, was du so droppst. Nachdem wir das Monster besiegt hatten, haben wir das Monster besiegt. Ihr versteht schon. Dann haben wir auf dem Rücken gelegen und uns die schönen Lichter angesehen. Und Leda meinte, dass wir hier bleiben müssen. Wir können nicht zurück. Sie sagte, das Universum wäre erledigt, wenn die Konzerne diesen Ort finden würden. Also sagte ich zu ihr... Ja, Moment. Baby, solange ich dich habe, habe ich das ganze Universum. Und dann haben wir das Monster nochmal besiegt, direkt in der Kammer. Weiß. Hier für krasse Waffen, ey. Bist du denn? Was machst du? Wie die Knarre aussieht, die sieht schon so krass aus. Ja, schieß mal hier auf die freie Fläche. Komm, Konfetti! Och, bei dir kommt nur grünes Zeug raus. Aber, boah, teure Sachen, ey. Alles so 6000, 5000, was ist hier los? Meine Herren. Wie viel Waffen du schießen könntest, hör mal. Du könntest ja. Könntest so viel Geld kriegen. Ja. Vor allen Dingen kannst du die verkaufen und kannst deine ganzen Slots dann aufwerten.
Durch das ganze Geld. Also hier, Dings. Weißt du, was ich meine? Magazine ja. Und so. Eigentlich nicht schlecht, dass du das ganze Iridium aufgehoben hast für sowas. Ja, siehst du mal, wofür es wieder gut ist. Ja, nur du wirst es selbst dafür nicht benutzen. Das ist richtig. Das ist nämlich, ja. Du hebst die Sachen immer auf und dann spielst du das Spiel gar nicht mehr und hast die Sachen immer noch und nie benutzt. So, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen hier raus. Zurück nach Sanctuary, okay. Ich gehe mal hoch, ja. Geht nicht, okay. So, sonst gibt's hier nichts mehr. Nee. Hat er doch gesagt, er hat hier alles schon geplündert. Darum hat er uns ja die Knarre gegeben. Da es hier nichts mehr gibt, hat uns die Knarre gegeben. Okay. Weil wir mit der Knarre uns selber Knarren machen können. Cool, cool, cool. Zurück, mein Mädchen. Kammerjäger, du gehst so ab. Der Hammer. Wenn ich einen Körper hätte, könntest du deinen Arsch drauf verwetten, dass ich auch Kammerjäger wäre. Du weißt, Baylax ist der geborene Jäger, Baby. Was? Was? Oh Gott, der Bär, ne? So. Verkaufen. Ich bin sicher, wir treffen uns schon bald wieder. So, was haben wir jetzt hier? Diese krasse Knarre. Für 10 Waffen pro 10 Euro. Ich brauche eine Dusche. Das ist ja die Waffe, die gehört zu, weiß ich nicht, die hat überhaupt keine. Gehört zu nix. Das ist eine Spezialwaffe. Spezial. Ja. Oh Mist! Ich werde ja auch einfach sterben. Gehört zu keiner Kategorie. Na, willst du nicht nochmal ein paar Waffen schießen? Nee. Nein, um Gottes Willen. Gibt doch nichts. Klar. Wenn der grüne Kram rauskommt, dann mache ich das so lange, bis ich keine Dingens mehr habe. Ach, da kommt alles raus. Bei mir kam da auch Dingens hier. Legendäres. Episches. So, ich packe den erstmal hier rein. Aber wenn du mal überlegst, was du hier für 10 Iridium kriegst, 10 Waffen und hier unten am Automaten bei Moxie, da zahlst du auch 10 Iridium und dann kriegst du vielleicht eine Waffe. Wenn überhaupt. So, wo sollen wir denn jetzt hier hin? Sternstunden, begib dich in Tennis Labor, okay. Das ist aber eher oben, das Labor, ne? Geh ich mal eben hoch. Ich dachte, wir auch. Ja. Yo, Lilith! Der Kammerjäger ist zurück! Kammerjäger, hast du die Locke von Typhons Haar dabei? Ich weiß. Was? Schlechter Zeitpunkt. Das Ende des Universums und so. Ich habe keine Locke dabei. Gut gemacht mit dem Schlüsselkiller. Gib ihm Tennis, damit sie ihn aufladen kann. Sag doch nicht Killer immer, ey, was die immer labert. Kann den Scheiß nicht lesen. Ava, magst du mir helfen? Wie funktioniert das? Das ist Gefühlssache.
Hier. Oh, eklig. Schmeckt das nach Oliven? Was? Ich dachte, es wären saure Gurken. Es hat funktioniert. Hier, Kammerjäger, nimm. Das ging aber schnell. Dankeschön. Woher wissen wir, ob diese Maschine auch das tut, was sie tun soll und nicht etwa das ganze Universum vernichtet? Oh, das werden wir ja sehen. Die Maschine hat in der Vergangenheit schon einmal funktioniert und vor Jahrtausenden den Zerstörer im Inneren von Pandora eingeschlossen. Wenn Tyrene ihn aussaugen kann, wird sie vielleicht wirklich zu einem Gott. Was ist schon ein Gott, außer dem mächtigsten Wesen im Universum? Entweder das hier klappt, oder wir sind alle am Arsch. Ja. Du solltest da runtergehen, Tennis. Wer sonst soll das Ding zum Laufen bringen? Im Ernst? Ich soll mit Typhon de Leon zusammenarbeiten? Na, wenn es unbedingt sein muss, Lilith. Du schaffst das, Tennis. Und ich werde mich auf keinen Fall in deinem Labor nach iridianischem Zeug umsehen, während du weg bist. Das beruhigt mich. Mach dich bereit, Kammerjäger, und triff Typhon an der Maschine, bevor es zu spät ist. Mhm. Diese Schrift wirkt vertraut, aber ich okay. Verstehe sie nicht. Mann, falsch. Rümpfeln hin. Wir müssen Orbitansicht. Necrotapheo. Karte der Einsamkeit. Landekapsel. Orbitansicht. Ich hätte gedacht, als Kammerjäger würde man viel mehr Sachen machen. Aber das ist auch cool, schätze ich. Die Maschine ruft. Ja. Nicht so sehr wie die große Kammer, ich bin gespannt. Aber immerhin. Ob die Maschine ruft. Ist er hier? Ich glaube nicht, aber irgendwer anders ist hier. Wenn du deine Mission nicht erfüllst, werden wir alle ausgelöscht. Was willst du denn? Du wirst für mich arbeiten. Du hast sicher die Nekrobeben gespürt, Kammerjäger. Das muss Malibons Werk sein. Alles klar. Bebenzeit ist die beste Zeit. Wie du siehst, findet Sparrow Nekrobeben lustig und cool. Wenn wir nicht aufhören, wird dieser Planet in Stücke gerissen und alles darauf wird ausgelöscht. Was, objektiv betrachtet, nicht cool ist. Setze diese Signale ein, um die Quelle der Beben zu finden. Ja, ja. Hä? Was habe ich denn hier eingenommen? Hier lag irgendwas auf dem Tisch. Platziere zuerst das erste genau. Signal. Ein praktischer Trick. Ja, ja. Das machen wir dann. Ich würde jetzt gerne mal... zum Scheiterhaufen der Sterne? What the heck? Ach ja, stimmt, wir müssen ja wieder hierher. Ja. Oh, sind die beiden hier? Kammerjäger, finden wir heraus, was diese Maschine kann. Na los, steck den letzten Kammerschlüssel rein. Ach krass. Oh mein. Gut, legen wir los. Wir müssen ein Universum retten. Oh mein Gott. Verstehe. Jetzt ergeben die Verbindungen zwischen den Kammern einen Sinn. Die Kammern auf Promethea und Eden 6 müssen die Energiequellen dieser Maschine sein. Faszinierend. Wow. Krass. Wow. Wie das aussieht. Das ist ein wenig untertrieben, findest du nicht? War mal da hinten schon? Und du weißt, wer du bist. Ja, klar. Okay. Krasse Scheiße. Scheiterhaufen der Sterne. Okay. Achso, ich hätte vielleicht mal nicht ins Menü sollen. Ah. Ja, ich bin gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Okay. Das sieht hier Indiana Jones-mäßig aus. Oder auch nicht. Traum wird wahr. Aber wir müssen uns konzentrieren. Wir müssen zuerst die Steuerung der Maschine finden.
toller Ort. Kleine Dinge zu bauen war nicht die Stärke der Eridianer. Aber es braucht wohl eine planetengroße Maschine, um einen ganzen Planeten zu versiegeln. Eine planetengroße Maschine, alles klar. Du weißt, wo du mich findest. Ich hab Kugeln mit deinem Namen. Ich hab ja nichts, was ich hier irgendwie. So war das nicht gemeint. Nö. Boah. Ist das denn krasses? Hey, du strahlst! Oh, wie süß von dir. Nein, im Ernst! Faszinierend. Vielleicht haben Sirenen bei der Konstruktion dieser Maschine geholfen. Wow. Weißt du was? Du erinnerst mich an Leda. Halte mich, Kammerjäger. Ich falle in Ohnmacht. Hätte ich doch nur ein Jahrzehnt Zeit, um diese Maschine zu studieren. Ihr Entwurf ist denkgasmisch komplex, aber ihre Primärfunktion scheint klar zu sein. Ich brauche zunächst den Pandora-Kammerschlüssel. Ja, hier, nimm doch. Also, wir haben alles in der. Hatte ich ja alles im Rucksack, doch. Alles dabei. Genau. Jetzt müssen wir wohl die restlichen Schlüssel den Wächterstatuen opfern. Dann entzieht die Maschine den Kammern auf diesem Planeten Energie und versiegelt Pandora. Zu den anderen Statuen, Kammerjäger. Beeil dich. Da lang. Nächster Halt, Promethea. Es. Zum Glück habe ich meiner Tochter nie von diesem Ort erzählt. Aber seid auf der Hut. Wie ich die Eridianer kenne, gibt es hier sicher ein paar Wächter. Muss mir erstmal umgucken. Alles gut. Ja, ich muss mich auch hier erstmal umgucken. Aber hier scheint es nichts zu geben. Ist das eine Leiter? Nee. Oh, die Musik hier unten. Was? Das ist eine Leiter? Krass. Nee. Boah. Auch nochmal so lang hier. Boah, was ist das denn? Wächter! Schalten wir sie gemeinsam aus! Wo sind Wächter? Ich hab mich schon gefragt. Wie riesig! Das ist. Ja, Herold. Nimm das, genau. So. So. Wow, was? Was ist das denn? Was? Level 43? Statuen, die deine Wissenschaftlerin erwähnt hat. Gib mir den Schlüssel, wie ein Opfer. Du auch? Was? Du bist Level 43? Nein, du. Die Prometheer-Kammer wurde aktiviert. Hier, der Kammerjäger. Nächster Halt, Eden 6. Paradies, von wegen. Aber es hat seine Reize. Ich war mal in einer laurianischen Teergrube baden. Das hat mich für einen Monat enthaart. Wow. So, was war? Hä? Was? Gibt's da noch irgendwo was? Nee, ich finde, das sieht ja nur so krass aus. Ich frage mich, was wir hier machen müssen. Also ich meine, jetzt. Wo ist er denn hin? Ach, der ist doch... Kann man nicht hier auf das Ding draufspringen, was sich hier dreht? Versuch's mal. So aus.
Und dann gibt's ja irgendwo eine Special-Kiste. Ja, mach mal. Nee. Du bist doch der, der gut springen kann, bitte. Das traust du dich wieder nicht. Wer weiß, wo ich dann anfange. Na, hier am Dingens, ne? Speichern. Brechen wir es auf! Guck mal, hier überall Iridium. Ein großes Hindernis. Ein großes Hindernis? Oh, Scheiße. Aber es wäre schön gewesen, wenn es jetzt eine legendäre Rifle, Sniper gewesen wäre. Einfach nur für die Sammlung. So, alles tun, ne? Ja, bekommen. Kiste. Oh. Ah.